In Kürze startet Bob der Streuner in Deutschland in den Kinos und der Bob wird eventuell mit seiner Facebook-Gemeinde, und das sind inzwischen weit über 60.000, dafür sorgen, dass Gysi, unser Tier des Monats, durch eure Hilfe eventuell ein neues Zuhause findet. Denn wir fordern nicht nur unsere Fangemeinde bei beim Tierschutzverein aus, sondern auch die Bob der Streuner-Fans teilen, teilen, teilen. Ganz, ganz wichtig. Verbunden mit einem klitzekleinen Gewinnspiel, sofern ihr Fan von Bob der Streuner seid, und wer ist das eigentlich nicht, und sich auf diesen Film freut, ihr seht auch gerade Bilder, hat die Möglichkeit, eines von drei Fanpaketen zu gewinnen, bestehend aus einem riesengroßen DIN A1-Plakat, aus dem Buch zum Film und aus jeweils zwei Freikarten für Bob der Streuner. Ganz einfache Frage: Wann startet Bob der Streuner in Deutschland in den Kinos? Die Antwort bis zum 31.12. an, unten eingeblendet, tierheimtv at tierheim-hannover.de. Und mit etwas Glück gewinnt ihr eins von den drei Fanpaketen. Guckst du dir den Film im Kino an? Auf jeden Fall. Ich auch. Ersten Tag gleich. Alles schon gebucht. Bob der Streuner, ich freue mich riesig drauf und ihr werdet uns helfen. Denn es geht jetzt um Gysi. Der Gysi ist 16 Jahre alt und so ein bisschen Bob der Streuner, so ein bisschen. Ist er ja auch. Zumindest ist er schon mal rot, ne? Rot mit weiß. Der ist seit August bei uns im Kino und seit Oktober, bei uns im Kino, nochmal, seit Oktober bei uns im Tierheim aus gesundheitlichen Gründen des Halters. Ja. Dem Bob wollte ich gerade sagen, dem G jetzt fange ich schon so an. Dem Gysi reicht die Wohnung und der Balkon. Er ist verträglich mit weiblichen Artgenossen, denn bis vor einem Jahr hatte er auch noch eine Partnerin. Wir suchen altersbedingt ein ruhiges Zuhause ohne Kinder. Ja, es sollten auf jeden Fall erfahrene Halter sein mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Denn Gysi hat schon eine Sehschwäche. Das heißt, er haut auch schon mal zu aus Unsicherheit, Unsicherheit. weil er gar nicht weiß, was man von ihm will. Und er hat erhöhte Harnsteinwerte, deshalb bekommt er ein Medikament ins Futter. Nimmt er aber gut, sind auch die Kosten im überschaubaren Rahmen. Ja. Gysi, man sieht ihm meiner Meinung nach die 16 Jahre überhaupt nicht an. Naja, ein bisschen Ja, schon. er sieht halt ein bisschen schlecht, aber Ja. ansonsten finde ich, sieht man es kaum. Nein, vom Körper aber auch nicht. Sofern ihr Interesse habt an Gysi, gibt es natürlich Infos nicht bei Bob der Streuner, sondern bei uns hier in Hannover im Tierheim unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Ihr helft uns, ich weiß das. Genau. Teilen, 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 damit der Gysi ein neues Zuhause findet. Danke an euch. Danke.